Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu noch mehr Vampires Dawn 3. Klicken wir auf Fortfahren und schauen wir mal, wo war ich? 234, 2, das ist der aktuellste. Und gucke ich mal, die Maus darf mal aus dem Weg, wie es weitergeht. Wir müssen uns mal von der Stadt, ich kann mir den Namen leider nicht merken, aber hier muss ich mir den Rest noch angucken. Bevor ich mich zu Elaines Versteck aufmache. Hier ist wohl nichts zu finden. Verdammter Mist. Hierher geflogen, um Handlanger zu töten. Irgendwo muss es hier noch was geben. Keine Sorge, Aska. Wir sind hier richtig. Wir sind hier richtig. Die Leiden des jungen Wallner. Wer zum Teufel schreibt ein Buch über Wallner? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wer schreibt denn ein Buch über Wallner? Tja, das werde ich wahrscheinlich nie herausfinden. Schauen wir mal weiter, was gibt's hier noch? Ja, da hängt so dreckiger Söldner weniger gut so. Gang durchs Wasser, wie ich es teilte. Ja, menschlicher Glaube ist wirklich seltsam. Da hat Aska gar nicht so unrecht. Ich muss sagen, ich finde das auch seltsam. Was laut Bibel hier und da mal passiert sein soll. Okay, du bist meine Sahnetorte, Erlebnisse eines Bäckers. So. Genau aus dem Grund lese ich keine Bücher. Wer will denn so ein Buch bitte lesen? Also jetzt mal ganz ehrlich. Wer liest denn solche Bücher? So, hier noch irgendwas? Nein, nix. Das war schon alles in dem Haus, glaube ich. Ja, habe ich oben noch eins übersehen? Ne, hier habe ich gestartet. Ja, hier war ich überall. Das heißt weiter Richtung Süden. So, wen haben wir denn hier? Alle Verteidiger vernichtet. Ja, jetzt müssen wir nur noch Elaine finden. Hier vielleicht irgendwas versteckt. Da oben baumelt wieder so ein Kopf von so einem Söldner rum. Ein Haus, in das ich wahrscheinlich nicht reinkomme. Ja. Ah, hier bin ich sowieso schon am... am Friedhof. Aber da gehe ich jetzt erstmal noch nicht hin. Wer bist du denn? Keine weiteren Widerstände zu erwarten, Meister. Angriff schnell und tödlich. Aber wir haben Elaine immer noch nicht gefunden. Also, Augen auf. Paar Häuser noch und dann schauen wir mal, wie es im Geheimgang aussieht. Ganz zufällig weiß ich, wo ich hinklicken muss. Tja, da hängt ein weiterer. Na, wie hängt es sich so? Ich glaube nicht, dass er die antworten kann, Aska. Ich glaube nicht, dass er die antworten kann. Ein Helm drinnen, ein Kriegshelm, aha. Für dich bitte. Ja, Kriegshelm. Wahrscheinlich würde, vielleicht würde er bei der Vampirkriegerin mehr Sinn machen, aber ich würde gerne die Hauptcharaktere immer so weit pushen wie möglich. Dass die so viel Schaden machen wie möglich. Kleine Geschichten eines Genießers. Ja, anscheinend hat ein Exemplar überlebt. Ich will halt nur immer gucken, wer ohne Sünde ist, der tötet den ersten Menschen. Die ganzen Bücher sind jetzt nicht so interessant, aber es kann halt in jedem Buchstein halt was versteckt sein. Tribute von Rabani. Ich kenne das irgendwie anders. Kirche gegeneinander kämpfen und am Schluss der Gewinner darf das Weihwasser trinken. Menschen sind schon komische Leute, oder? Ich glaube, wir sollten sie alle auslöschen. Hier gibt es keine Gefangenen. Mach dich nützlich und such nach Elaine, jawohl, Meister. Ja, du wirst die nicht finden. Es wird niemand von euch wird Elaine finden. Ich werde sie finden. Schätze ich mal. So, wen haben wir denn hier noch? Hallo, Kriegerin. Oh, du siehst auch hübsch aus. Danke, dass ihr mich erschaffen habt. Und wer bist du? Salina, habt ihr mir von Monaten habt ihr mich umgewandelt und habt mich gerettet. Bewegende Geschichte. Oder auch nicht, du gehörst mir. Mach dich nützlich. Such, Elaine, alles, was ihr von mir wollt, Meister. Seid doch froh, dass du so bei den Frauen so beliebt bist. Knackfrisch auf den Markt, mein Leben als Bordellbesitzer. Dunkle Schatten, ja. Das dunkle Schattenbuch habe ich schon woanders gelesen. Ein großer Vampirstein. Ich glaube, die kann man jetzt sogar in Kämpfen benutzen. Rot-rote am rötesten. Die Barbarenklinge. Ich glaube, die kann man jetzt auch in den Kämpfen benutzen. Das konnte man im Einser nicht. Am Zweier bin ich mir gerade ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Oh, die Stadt ist größer als ich dachte. Ach, das ist ja ein Gegner. Oh, mich hat's gerade gerissen. Verdammte Scheine, wir schlitzen euch auf für Elaine. Ja, euer Blut kommt mir gerade recht. Eigentlich nicht, weil ich noch genug Blut habe. So, was kann er denn? Zuflucht? Genau, letztes... Frost des Todes. Ein Gegner verursacht Gefrieren. Paralyse verursacht häufig Lähmung. Alle Gegner verursacht Gefrieren. Schattenkommando. Macht mehr Schaden, aber hat keine Chance auf... Ich glaube, ich zauber mal den. Blendendes Licht. Schattenschaden alle Gegner. Ja, komm, jetzt ballert mal ordentlich raus. Du darfst normal angreifen.
Ah, ich muss die Haltung von der Kriegerin noch ändern. Ich hätte gerne, ich hätte gerne, hier Dinghaltung. Konterhaltung. Jawoll. Ja, die machen aber schon Schaden. Genau, Asgard gekontert, das ist schon mal schön. Die machen sogar ganz schön viel Schaden. Ja, wirklich saugen müssen wir noch nicht. Ich würde sagen, ballert einfach mal raus. Mach du noch mal Eissplitter. Din, 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 din. Du hattest genau die Konterhaltung. Die hätte ich ganz gern. Ich weiß nicht, ich mag Kontern. So viel Schaden machen die zwar nicht mit einem normalen Schlag, aber ich mag Kontern. Ich hätte mal versuchen sollen, sie bluten zu lassen. Vielleicht noch jemand gefrieren? Jawohl, schon zwei. Zwei gelähmt. Kann er sich wieder bewegen? Gekontert. Okay, einer kann sich schon wieder bewegen. Asuka wird Eissplitter für den Anfang durchzaubern, glaube ich. Du müsstest fast mal was trinken. Also ohne Statuseffekte. Ohne Statuseffekte sind die ganz schön. Sind die ganz schön hart. Asuka muss jetzt dann aber auf jeden Fall was trinken. Und die Magierin auch. Aber schaut mal, wie viel die überleben ohne Statuseffekte. Ja, kommt her. Oh, die kriegt aber auch ganz schön viel Schaden. Oh, wir würden jetzt aber nicht die Magierin schon wegsterben, oder? Asuka muss fast jetzt was trinken. Der Kampf ist sogar... Ich hätte von Anfang an zuerst trinken sollen. Letzte Rettung. Erhöht die Lebensmittel... Ja, okay, mach das mal. Ich hätte von Anfang an wahrscheinlich alles... alles zum Bluten bringen sollen. Aber der braucht kein Blut. Ach, der macht es schon. Mach nochmal Konter. Nee, mach nochmal... Wo ist es denn? Verspotten. Ja, trink mal. Okay, der blutet zumindest mal. Letzte Rettung hätte... Ah, wunderbar. Ah, das heilt alle. 7000. Ganz schön viel. Letzte Rettung ist ja saugeil. Ah, sie blutet leider. Das ist sehr, sehr schlecht. Ja, die müssen bluten. Ich mache zu wenig Schaden. Die müssen auf jeden Fall bluten. Letztes Gefecht. Verdoppelt halt Lebenspunkte und erhält Regeneration. Verdoppelt. Kann zweimal also angreifen. Heilt sich selbst und kriegt... Ah, ich habe kein Skelett beschworen. Die muss ich jetzt mal trinken. Der hat auch eh noch nicht genug... wo ist es denn? Genau, für letzte Rettung hat sie eh noch nicht genug. Geh mal irgendwo saugen. Tja, was machst du denn? Sie könnte nochmal versprochen. Ach, weißt du was, greif an. Ja, ich muss ein Skelett ranholen. Ja, trink du mal. Das Problem ist halt, sie blutet, das heißt. Ja, das war perfekt. Okay, Asuka, der darf jetzt mal normal angreifen, würde ich sagen. Greif du mal normal an. Du saugst nochmal. Und du... Einer von euch ist schon fast tot. War der vordere nicht fast tot? 1000 Schaden. Die müssen bluten von Anfang an. Anders funktioniert es nicht. Jetzt bluten sie alle, aber die müssen von Anfang an alle bluten. Die haben eindeutig zu viel HP. Okay, die kann jetzt nochmal letzte Rettung machen. Du greifst an. Du machst noch... Nein! Letzte Rettung kostet 60. Mist. Ja, greift einfach an. Ich glaube, jetzt haben wir es fast. Ja, jetzt müssen wir es haben. Okay, ich brauche auf jeden Fall ein Skelett. Ja, okay, wir haben es aber geschafft. Alle angreifen, Thema erledigt. Puh. Ja, bring mal ein Skelett her. Und ich muss die gleich von Anfang an, muss ich die... Din, 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 din. Ja, ich bin immer noch nicht tot. Ich muss gleich von Anfang an... Schurkensäbel. Schwache Seelen, wunderbar. Ja, ich brauche auf jeden Fall jetzt erstmal ein Skelett. So. Vielleicht habe ich irgendwo noch einen Begleiter übersehen. Was ist denn mit der Schurkenklinge? Klar, ist natürlich schlechter. Erhöht stark die kritische Trefferchance. Erhöht stark die kritische Trefferchance. Eine Klinge mit der Macht, vampiristische Fertigkeiten zu unterdrücken. Ist es mir minus 8 Angriff wert? Erhöht stark die kritische Trefferchance. Ich glaube, ich ziehe den Säbel an. Das klingt ehrlich gesagt besser. Dreimal Trank der Ewigkeit. Vielleicht fehlt mir hier irgendwo noch ein Begleiter. Ich habe mit allen geredet bisher. Mal schauen, was ich noch so finde. Ja komm, gib mir noch mehr Gegner. Da oben ist noch jemand. Ja, du folgst mir nicht. Geruch von Blut macht mich wahnsinnig. Ja, das Schlachten lohnt sich. Schauen wir uns mal weiter um.
Jetzt habe ich zumindest das Skelett. Ich weiß auch nicht, warum ich das vergessen habe. Fragt mich nicht. Aber jetzt weiß ich es ja. So, hier unten sind weitere Gefangene. Langsam aber sicher komme ich der Sache näher. Kleine Tiere, großes Fressen. Vielleicht hätte ich sowieso mit denen reden müssen, bevor ich den Geheimgang benutzen kann. Das heißt, vielleicht hätte ich gar nicht auf den Friedhof gehen können. Aber hey, was soll's. Ich find's gleich raus. Zack, beziehungsweise ich werde es nie rausfinden, weil ich ja sowieso jetzt mit den Leuten rede. Ja, alles blutverschmiert. Überall Blut, ich kann mich gar nicht satt sehen. Rot die Farbe der Liebe, meine Liebe zu Blut. Ich kenne dich, Asuka. Komm her, Schätzchen, dann schlag ich dir die Rübe ab. Eine Meuchelmörderin. Solltest du bei Gelegenheit mal lesen. Kannst du bei Gelegenheit lesen, werde ich nämlich nicht machen. Ich lese keine Bücher. Tut mir leid. Schönes Hausmeister, fehlt noch ein schöner Sarg. Was glaubst du, was wir hier machen? Such nach Elaine, verdammt nochmal. Entschuldigt, Meister Asuka. Such sie. Ja. Da wirst du sie übrigens nicht finden, Vampirmagierin. Da wirst du sie nicht finden. So. Würde ich mal sagen, ab nach draußen. Und sich weiter in der Stadt umgeguckt. Wer bist du denn? Ach ja, genau. Mit dir habe ich schon geredet. Vielen Dank. Sonst noch irgendwas? Da ist noch ein Haus, da war ich noch nicht drin. Genau, von da oben bin ich gekommen. Genau, hier ist wahrscheinlich nichts mehr. Okay, von da oben bin ich gekommen. Das heißt, ich habe von der aber Moment mal, der hat doch gesagt, in dem Haus sind noch weitere Gefangene. Oder? Oder habe ich das falsch gelesen? Ich dachte, der hat gesagt, in dem Haus sind noch Gefangene. Vielleicht da unten? Ah, fast hätte ich was übersehen. Ah, und da hier ist auch Selene, Gebiet. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen. War das Gebieter oder Geliebter? Oh Mann, ich glaube, es war Geliebter. Ganze Arbeit geleistet. Danke für... Liebster, jetzt bin ich mir sicher, es war Geliebter. Sie sind also zusammen. Und sie Vampire tapfer gekämpft. Gefangene Menschen, um die Verluste auszugleichen. Sowohl als auch war hier stationiert. Aber Elaine hat anscheinend relativ viele Vampire erschaffen. Ja, die menschlichen Söldner waren natürlich nur Futter für uns. Unglaublich naiv, diese Schlampe. Wir werden sie in Kürze finden. Gucken wir mal. Folgt mir. Genau, jetzt kommt sie mit. Gedanken lesen der Gefangenen hier. Nur zu gern, Geliebster. Geliebter. Askas aktuelle Begleiter, alles loyale, nicht beherrschte Vampire. Sie können mittels Tränken rausgeholt werden. Nutze das. Werde ich machen. Blubblub. Nee, Moment mal. Formation, ich hätte gern Selene. Genau da vorne. Schauen wir mal. Hallo, Selene. Vampirsäbel. Säbel der Nacht. Macht überhaupt keinen Unterschied. Ah, dann könnte aber eigentlich Asuka die Verdammnisklinge wieder anziehen. Und du kannst den Schurkensäbel anziehen. Genau, das ist besser. Ja, das ist besser. Habe ich sonst noch irgendwas für dich? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, was du für Fertigkeiten hast, kann ich eigentlich im Kampf sehen. Flamme, Giftschwall, Schatten. Okay, die hat Zombie-Beschwörung. Aber meine Gruppe ist voll. Das wird sie mir wahrscheinlich jetzt sagen, oder? Hä, jetzt haben wir ja noch einen. Ah, das Skelett ist verschwunden. Okay, ja, das Skelett ist verschwunden. Ich sehe es ja. Abwehr und Konterhaltung. Ja, bitte Konterhaltung. Und du, Konter, Magiehaltung, das passt. Du hast wahrscheinlich alle Haltungen, oder? Ja, du kannst auch kontern. Okay, das reicht. Ich mag die Konterhaltung. Ja, da ist nichts mehr. So. Komm her, du Wicht. Verschwinde, Monster. Selbst wenn du mich tötest, die Menschheit, ja, wirst du die Menschheit nicht vernichten. Elaine, abwarten. Euer Tod ist unvermeidlich. Ja, ein bisschen Smalltalk halten, um die Gedanken zu lesen. Ihr werdet alle sterben. Und was sagen die Gedanken? Weitere Gedanken, Hinweise, sie ist hier, ich muss sie finden. Gedanken deuten auf den Friedhof hin. Ach, ist das so? Ist das so? Der Friedhof, damit hätte ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Sonst noch irgendjemanden, den ich hier angreifen kann? Ah, hier geht's noch hoch. Ja gut, die meisten sind natürlich tot. Ich meine, warum erwarte ich hier noch welche zu finden? Wer bist du denn? Du siehst hübsch aus. Hallo. Anführerin. Gebieter, schön euch zu sehen. Wir haben einige Verluste, aber wir waren siegreich. Nichts anderes habe ich erwartet. Ich konnte für euch noch Beute bergen. Dreimal Blutrang und eine Schattenrüstung. So gefällt mir das. Der hat aber schon eine Schattenrüstung. Dann ist die vielleicht für Celeste. Ich sage immer Celeste. Dunkles ist Selene. Ich weiß nicht, warum ich immer Celeste sage. Oh, hier sollte ich wahrscheinlich nicht drüber laufen dürfen.
Ja, das passt. Mich stört es, wie gesagt, nicht ganz so sehr, dass sowas möglich ist. Ich glaube, jetzt habe ich alles, oder? Der Friedhof. Sieht so aus, als hätte ich alles. Ich glaube, wir können jetzt mal nach Elaine gucken. Ja. Das sieht so aus, als wäre es das gewesen. Da war ich schon. Nee, da war ich noch nicht drin, oder? Oder war ich da schon drin? Doch, da war ich schon drin. Ja, hier war ich schon drin. Das war das Mädel, das gesagt hat. Oh, vielen Dank, dass ihr mich umgewandelt habt. Okay, ich glaube, ich habe alles. Dann würde ich doch mal sagen, speichern wir mal ab. Und gucken wir mal, was wir hier so finden. Zack. Zack. Und schauen wir mal. Elaine, irgendwo hier bist du. Komm raus und lass es uns zu Ende bringen. Zeigt sie sich? Sie zeigt sich sogar. Such nicht länger. Hier bin ich. Zeit der Vergeltung. Jahrzehnte habe ich gewartet. Es geht um die Bruchstücke, unter anderem. Und um das Buch wahrscheinlich. Das werden wir sehen. Es gibt kein Entkommen. Ich will aber Elaine nicht angreifen. Nun wirst du mir dafür büßen, dass du mir die Bruchstücke genommen hast. Das ist nicht alles. Elaine, da kommt irgendwas noch. Okay, Valna wird befreit, sagt ihm gerade. Der unnutze Wurm, nur er hat es verdient, da zu leben. Genau deswegen werde ich dich jetzt vernichten. Schauen wir mal. Halt's Maul, Schlampe, und stirb. Okay, gucken wir mal. Habe ich denn so schöne Einzelzielzauber? Verursacht häufig Lähmung, das wird bei Elaine nicht funktionieren. Ich könnte es mal versuchen, aber das wird nicht klappen. Schatten trifft alle Gegner. Ein Gegner verursacht Gift zu 100%. Das ist schon mal nicht schlecht. Blutiger Schnitt. Ah, Aske hätte auch trinken können. Egal. Blendendes Licht trifft einen Gegner. Was kann denn der Zombie eigentlich so? Gar nichts. Egal, greif mal an. Okay, ist sie gegen Gift immun? Ja, ist sie. Macht 100% Gift und die wird gegen alles immun sein. Okay, ich sehe es anhand des Schadens schon. Da tut sich nichts. Ich kann sie nicht besiegen. Der Kampf ist wahrscheinlich so gedacht. Oh nein! Ach du Scheiße! Der Kampf ist wahrscheinlich so gedacht, dass man sie nicht besiegen kann eventuell. Egal, der muss jetzt auf jeden Fall mal saugen. Selene, Zombiebeschwörung, Giftschwall. Ich konnte mich aber vor Gift nie schützen. Ich habe auch nichts, um Gift zu heilen. Doch, ich habe einen Vampirstein. Aber die wird gegen alles immun sein, schätze ich mal. Ich schätze mal, die wird gegen alles immun sein. Du hast mich verraten. Wir hätten die Welt formen können, wie wir es wollen. Keine Zukunft ohne Valner. Du liebst ihn also immer noch. Unfassbar. Ja, ein Miststück nach dem anderen. Aska, schlag ihr den Kopf ab. Hey, Selene, sie ist doch ganz hübsch. Die hat zu viel HP. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dem Kampf gedacht ist, dass man sie besiegen soll. Ich denke mal, ich muss... Oh, die ist sogar blind. Ich denke mal, ich soll wahrscheinlich einfach nur lang genug überleben. Blind und trotzdem werde ich getroffen. Ich denke, ich habe noch ein bisschen Zeit mit dem... ihr wisst schon, mit dem Vampirstein. Den hebe ich mir mal noch ein bisschen auf. Verspotten, ja komm, hau Verspotten raus. Blendendes Licht und greif nochmal an. Ja, aber langsam muss ich mich heilen. Der Vampirstein wird es schon regeln, denke ich mal. Hoffentlich kann ich den jetzt auch wirklich im Kampf... Ah, die brennt sogar. Ich glaube, man kann sie doch besiegen. Ja, jetzt muss ich mich auf jeden Fall heilen. Mal schauen, wie viel Schatten bei ihr macht. Ich kann es ja mal testen. Flamme nochmal. Du probierst es mal mit dem Chaosschlag. Du, mein liebes Mädchen, benutzt mal... Großer Vampirstein, Leben und Blut von allen. Nee, der Status muss auf jeden Fall weg. Der Gift, das Gift muss weg. Meine Klinge streckt dich nie. Ach ja, er hat die Verdammnisklinge anliegen. Jetzt habe ich mir gerade überlegt. Wird mir eine Freude sein. Ihr glaubt, ihr seid stark, ihr täuscht euch. Bitte nicht, nein! Oh, die trifft mehrere. Aber alle können kontern. Jawohl, das war sehr schön. So, Schattentor, wie viel Schaden macht es so? 570, nee, da werde ich nochmal angreifen. Zack, Gift ist weg, alle voll geheilt, perfekt. 10.000 Schaden kriegt die allein durchs Feuer. Bluten kann sie wahrscheinlich nach wie vor nicht. Greif du mal normal an, du probierst es nochmal mit Blutsaugen. Du, meine liebe Kriegerin, verspotten geht nicht. Blutiger Schnitt habe ich eh schon gemacht, Elaine kann sowieso nicht bluten. Magierin, die benutzt nochmal blendendes Licht und du kannst sie nur angreifen.
Momentan sieht es noch ganz gut aus. 178, jetzt wird sie auch bald kein Blut mehr haben, schätze ich mal. Ja, 500 mit dem normalen Angriff, da geht mehr. Aber Hauptsache, sie blutet schon mal. Nova. Brennt jemand? Nee, keiner brennt. Wunderbar, kann weitergehen. Letztes Gefecht, verdoppelt seine Schläge, jetzt hau raus. Klingensturm, entfesselt einen Sturm auf einen Gegner. Jawoll. Du kannst nochmal verspotten. Rettung, ach schade, Rettung hat sie leider noch nicht. Und greif an. Spür die Macht der Verdammnisklinge. Was zum Teufel? Oh, was war denn das? Oh, oh, Elaine, pass auf. Diese Klinge wird dein Ende sein. Ich werde... Oh, oh, Elaine, bitte. Nein. Ich will nicht, dass Elaine stirbt. Aber tut sie nicht. Tut sie auf gar keinen Fall. Irgendwas passiert auf jeden Fall noch. Irgendwas passiert. Was macht sie wieder, eine Nova? Habe ich jetzt... Ich habe... Okay, der Zombie ist tot, das ist egal. Ich habe aber immer noch nicht genug Wut, damit... Kann die Magierin jetzt schon alle heilen? Ich hoffe mal. So, du kannst jetzt, glaube ich, zweimal angreifen, oder? Ja, verspotten bringt nichts. Mach Chaosschlag und du heilst alle. Letzte Rettung, perfekt. Darf das... Ich dachte, er darf zweimal angreifen, aber dann war das nur für den einen Angriff. Ja, letzte Rettung, sehr wichtig. Zack. Ja, läuft ganz gut. 15.000 Schaden kriegt sie schon. Du darfst nochmal angreifen, jetzt haben wir es eh gleich. Kriegerin, greif an, jetzt haben wir es eh gleich. Aber irgendwas kommt da noch. Die Bruchstücke sind ganz weit weg, du wirst sie nie kriegen. Ich finde sie. Aber er will sie töten. Hört auf und vernichte sie endlich. Ich hasse euch, bring mir es zu Ende. Was da wohl passiert, die drei werden wohl nie wieder zu dritt unterwegs sein. Oder sie schließen sich gegen eine größere Macht dann doch nochmal zusammen. Mal gucken. Ja, mit normalen Angriffen, Elaine, wird das nichts. Ja, das könnte die letzte Runde sein. Ja, greif mal normal. Wir werden kein Blut mehr verbrauchen. Greift ihr normal an, ich verbrauche kein Blut mehr. Wer weiß, was danach noch für Kämpfe kommen. Schön gekrittet. Schön daneben. Letzte Runde. Letzter Angriff wahrscheinlich. Ja, das war's. Zack, zack, zack. Sie hat eh nur noch ein HP, glaube ich. Das war's noch nicht. Erhaltene Beute, gar nichts. Jede Menge Erfahrung. Beschworene Zombie wurde vernichtet. Ich weiß, das war's noch nicht. Die Schmerzen, was ist das für eine Klinge? Ja, die Verdammnisklinge. Du kannst dich nicht regenerieren. Du wirst langsam ausbluten. Es ist noch nicht vorbei. Gib mir die Bruchstücke. Wahrscheinlich nicht. Töte sie. Wir finden sie bestimmt. Asuka, ja, Asuka, es kann schon sein, dass Asuka Selene ausnutzt, aber das werden wir noch sehen. Schlampe. Genug jetzt. Gib mir die Bruchstücke. Und wo ist sie hin? Okay, sie hat sich zurück in, ja, in, sie ist, wie konnte sie so schnell verschwinden, wer weiß. Sie hat viel dazugelernt. Was machen wir jetzt? Ja, wir gehen da hoch, wir verfolgen ihr. Ja, sollten verhindern, dass sie sich verwandeln und regenerieren kann. Sie ist noch in der Nähe, ja. Blutspur folgen wir ihr. Wo wird die wohl hinführen? Okay, beschwören wir mal Zombie. Jetzt, ich beschwöre mal das Skelett. Das hat mir gerade... Ich brauche eine schwache Seele, was? Ich habe keine schwache Seele mehr. Benötigt eine schwache Seele. Oh, verdammt. Naja, was willst du machen? Ich glaube nicht, dass das Skelett es überleben kann. Also, das Skelett wird hier so oder so sterben, schätze ich mal. So ist das Leben. Beziehungsweise der Zombie. Ja, Geheimgang. Holen wir sie uns. Der, ist der zu? Ja, hier kann ich nichts klicken. Das heißt, ich muss den normalen Weg gehen. Okay, gucken wir mal. Was ist denn das? Ein Labyrinth. Hier unten ist irgendwo das Versteck. Mit der Blutspur sollten wir sie finden können. Ja, die Blutspur führt nach Süden. Da gehe ich jetzt aber absichtlich nicht hin. Ich will mich erst woanders umgucken. Wegen sowas hier zum Beispiel. Lebensank. Na, wer wird den wohl kriegen? Ach, da ist er. Lebensank. Ja, alles auf Asuka. Wer weiß, wie lange Selene uns hier noch folgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die bis zum Ende des Spiels dabei ist. Vielleicht stirbt sie irgendwann mal. Okay, hier sind Gegner, die machen wir mal platt. Oh, das sind relativ viele. Wir sollten in Konterhaltung gehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kontern, ja. Habe ich sowieso schon. Lieber schwache Angriffe. Ja,
Spottfertigkeiten, wenn sie in Konterhaltung sind. Ja, ich kann keine, ich habe kein beschworenes Viech. Ja, sie lenkt mit Konterhaltung. Ja, leider lebt das Viech nicht mehr. Die sehen aber nicht so aus, als könnte ich von denen saugen. Ich muss es mal probieren. Wobei, obwohl, nee, das sind Trolle. Ich glaube schon, dass ich bei denen saugen kann. Ja, saugen ist mir jetzt erstmal wichtiger. Jeder saugt jetzt mal schnell. Und die Konterhaltung wird hoffentlich... Jeder muss jetzt mal, ich muss jetzt mal Blut ranholen. Ja, 167 ist jetzt nicht so toll, aber... Ja, komm, 200... Ich glaube, das geht auch mit der Stärke. Desto stärker ein Charakter ist, desto mehr kann er saugen. Ja, aber das war jetzt erstmal wichtig. Oh, die machen aber ganz schön viel Schaden. Din, 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 din. Wieso gehen denn alle auf den armen Asker? Din, 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 din. Die machen auf jeden Fall relativ viel Schaden. Jetzt muss ich mal ein bisschen reinbomben. Eissplitter... Giftschwall, verursacht geht, das hätte ich von Anfang... Ah, das ist ein Einzelzielzauber, der hilft mir gerade nicht so viel. Wirbelwind. Ja, verspotten, ob sie das überlebt. Wenn alle sie angreifen, überlebt sie das nicht. Hoffen wir mal, dass jetzt ein paar Leute sterben, sonst können sie eventuell ohne Heilung jetzt ein bisschen schlecht aussehen. Komm, wenigstens ein paar gelähmt. Das ist kein einziger gelähmt. Ja, perfekt. Stirbt jetzt noch jemand? Ja, wunderbar. Das ist sogar, glaube ich, das einzige Viech, was nicht blutet. Das heißt, den könnte ich eventuell noch kurz aussaugen. Ich glaube, Aska darf anfangen, oder? Nein, Aska darf nicht anfangen. Okay, ist egal, das passt. Der Kampf lief ganz gut. Schwache Seelen, jede Menge. Alle Level aufgestiegen, Gold, wunderbar. So, jetzt diesmal hole ich mir mal ein Skelett her, um zu gucken, wie das so ist. So, perfekt. Jetzt kann ich mal schauen, wie stark das ist. Alle haben volle HP. Ja, das Blut sieht nicht so geil aus. Das Blut gefällt mir gerade nicht so. Egal, muss ich halt in der nächsten Runde direkt saugen. Kriegshelm. Okay, das kriegt Celeste. Selene, ich sag immer Celeste. Ja, das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Celeste, Celeste, Celeste. Ich weiß nicht, warum ich daran immer denke. Vor allem, ich kenne nicht mal jemanden, der Celeste heißt. Vielleicht war das aus irgendeinem Film oder so, den ich kürzlich gesehen habe. Wer weiß. Weiter geht's. Schauen wir uns um. Genau, die Blutspur geht nach da unten, das sehe ich. Aber es war mir klar, überall da, wo die Blutspur nicht ist, gibt es Sachen zu holen. Großer Vampirstein, richtig geil. Okay, jetzt bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als dem Blut zu folgen. Es ist so schön, Vampire's Dawn zu spielen mit Kämpfen, die man sich aussuchen kann. Wenn man hier rumläuft und dann kommen so Zufallskämpfe immer so, während man hier rumläuft, ist es richtig hart. Aber hier, das ist viel schöner. Speichern wir doch mal... Keine Ahnung, da. So, komm her. Wie viele sind's? Ja, perfekt. Aska muss aber trinken. Alle anderen können reinhauen, aber Aska muss trinken. Ah, Giftschwall, Moment, Giftschwall ist ein Einzelzielzauber, den brauche ich gerade nicht. Die kann auch nichts Gescheites. Dann soll sie jetzt auch erstmal trinken. So, wer ist das? Magierin, die muss auch trinken. Nee, komm jetzt, ich hau erstmal. Verursacht selten Blindheit. Schattenschaden auf alle Gegner. Nee, saug erstmal, Mädel. Und du, mein lieber Freund, greifst einfach an. Gott, der hatte keine Zauber, glaube ich. Ah, das reicht nicht. Ich muss mehr trinken. Ja, hey, 700 Schaden ist gar nicht so schlecht. Blutet der auch? Es ist halt wichtig zu sehen, wer blutet, dann weiß ich, wen ich schon ausgesaugt habe und wen noch nicht. Wenn sie nicht bluten, dann kenne ich das immer nicht. Ja, Aska überlebt. Ja, greift nur Aska. Bitte nicht das Skelett! Oh weh, oh weh. Din, din. Din, din, din. Ich hätte den Zombie beschwören sollen, jetzt kommt's mir erst. Mir hat sogar das Tutorial gesagt, hey, beschwör mal den Zombie, weil der Zombie kann wenigstens in Konterhaltung gehen. Das habe ich vergessen. Okay, greif mal irgendjemanden an. Blenden, das... Komm, bomb einfach rein, das passt schon. Ja, der hat keine Spells. Bombt einfach rein, das geht schon. Ja, trinkt euch mal voll. Bloß keine Bluttränke verbrauchen. Die gebe ich mir alle für...
härtere Kämpfe auf. Und es ist keiner gelähmt. Vielleicht sind die immun gegen Lähmen. Ja, da gehen schon mehr dahin. Nein! Okay, in der nächsten Runde sterben sie. Ja, das Skelett ist... Das Skelett ist eh weg. Mir wäre es sogar fast ganz lieb, wenn sie das Skelett jetzt schnell noch töten. Vielleicht kann ich das selber töten? Nee, man kann Leute aus seiner eigenen Reihe nicht angreifen. Sonst hätte ich jetzt das Skelett angegriffen, damit ich danach gleich einen Zombie beschwören kann. Du saugst nochmal bei dem. Wenn der lang... Ja, der Rest kann angreifen, das passt. Ja, saug dich nochmal schnell voll. Ich hoffe, die restlichen Angriffe reichen, um dich zu töten. Ja, sehr schön. Perfekt. Der Kampf lief gut. Schwache Seele, 900 Gold. Noch ein Level. Hier gibt's viel EP. Perfekt. Weiter geht's. So. Okay, Elaine ist da runter. Dann kümmere ich mich mal um dich. Wieder so viele. Also ich glaube nicht, dass ich die damit treffen kann. Ich glaube nicht, dass die gelähmt werden können. Ja, nimm mal Verspotten her. Vielleicht kannst du wenigstens ein paar Angriffe auf dich lenken. Ja, jetzt wird mal ordentlich reingebombt. Jetzt mal richtig mit Flächenzaubern einfach mal reinbomben. Schatten macht gar nicht mal so viel Schaden wie diese Trolle. Aber gelähmt werden können die auch nicht. Ich bin mir jetzt relativ sicher. Oder ich hatte die ganze Zeit wirklich nur unglaublich viel Pech. Die Lichtklingen, ja, die machen ganz gut Schaden. Noch eine Runde mit nur Flächenzaubern und sie sollten sterben. Oh, die Magierin... Okay, bitte nicht die Magierin, bitte nicht die Magierin. Nein! Aber Moment mal, die kann ich ja wiederbeleben. Das kommt mir gerade so. Okay, jetzt gehen wir mal keine Risiko ein. Din, 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 din. Keine Ahnung, greif an. Din, 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 din. Ich hoffe, ich kann die wiederbeleben. Da sollten jetzt ein paar sterben. Ja, das geht schon. Mit Kontern ist der Kampf jetzt auf jeden Fall vorbei. Jeder ist in Abwehrhaltung. Jetzt stirbt auf jeden Fall jeder. Ich finde es ganz gut, dass das Skelett weg ist. Jetzt kann ich mir nämlich wenigstens den Zombie ranholen. Aska, du trinkst nochmal, wenn du anfangen darfst, was ich nicht glaube. Nee, Selene hat mehr Geschwindigkeit als du. Ja, alle nochmal ein Level. Was ist denn mit dem Mädel? Das bleibt aber... Ah, das heilt sich aber nicht voll, alles klar. Nach Kämpfen war es in Vampire Stone 1 so, da haben sich Leute, die in Starre waren, wiederbelebt. Ja, die lebt mal wieder, wunderbar, hat direkt volle HP, alles gut. Du holst mal einen Zombie. Und den versetze ich gleich in Konterhaltung. Perfekt, so will ich das haben. Konter, 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 der Rest ist gut. Oh, das Blut sieht ganz schlecht aus. Die wird aber noch nicht rasend, oder? Nee, das reicht noch. Die ist noch nicht rasend. War ich hier oben schon? Moment, da oben ist auch wieder Blut. Ah, nee, hier oben war ich schon. Okay, ich bin nur vorhin andersrum gegangen. Ja, jetzt sehe ich's. Alles klar, alles klar, alles klar. So, habe ich jetzt dann den Rest erkundet? Ich glaube schon. Ich könnte mal wieder zwischenspeichern. Das Problem ist, ich komme in den Kämpfen nicht wirklich zum Blutsaugen. Weil die machen doch relativ viel Schaden. Aber da war auf jeden Fall noch ein Kampf, ja, den habe ich von oben schon gesehen. Okay, gucken wir mal. Ja, Trolle, die werden nicht weniger. Ich muss saugen. Und zwar dringendst. Jeder muss saugen. Okay, was soll's, greif an. Jetzt kommt sehr viel Schaden rein. Aber ich will halt einfach keine Bluttränke verbrauchen. Ja, der kann relativ viel saugen, weil er relativ stark ist. Ich hoffe, die Magierin saugt jetzt richtig viel. So, mindestens über 200 bitte. Ja, das ist ja, das ist gut, das reicht. Thriller! Ja, passt. Ja, passt. Ja, das passt auch. Das passt auch. Das passt auch. Den. Ja, der Kampf lief ganz gut. Ja, Aska darf reinbomben. Du saugst nochmal, Selene. Und zwar an dem. Du, ja, keine Ahnung, verspotte mal. Din, 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 din. Ja, ich glaube, der Kampf läuft ganz gut. Sehr schön. Oh, Moment, die Magierin. Die darf keine... Oh, shit. Der hätte jetzt kein Blut verbrauchen sollen. Wie viel hat sie jetzt noch?
Über eher noch knapp 400, das reicht. Zack. Sehr schön. Ja, die sterben jetzt auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Der Kampf lief ganz gut. Keiner gestorben, wunderbar. Sehr schön. Blutsaugen macht da keinen Sinn, also einfach töten. Zack. Ach, hier. Solche Kämpfe sind schön, wenn alles gut passt. Wunderbar, noch mehr Level, alles wunderbar. So, da unten geht's wohl weiter. Speichern und dann Schluss. Ich brauche doch einen Cliffhanger. Okay, hier speichern wir, machen Schluss, sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann folgen wir Elaine, aber das ist auf jeden Fall noch nicht ihr Ende. Könnte auch sein, dass es eine Falle von Elaine ist. Aber ich meine, wir haben ja schon die Zukunft gesehen in einem anderen Rückblick, dass Aska, Elaine und Valna beide runter in die Lava geschickt hat. Das heißt, hier wird jetzt wahrscheinlich keiner getötet. Aber das sehen wir. In der nächsten Folge, an der Stelle machen wir Schluss, sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.